Hallo, liebe App-Gefahren-Nutzer. Wir wollen heute einen ersten Blick auf Fast and Furious 5 werfen, das offizielle Spiel zum neuen Kinofilm. Gestern im App Store erschienen für 3,99 €. Leider keine Universal-App, aber immerhin der gleiche Preis für iPhone und iPad. Wir sind hier direkt im Hauptmenü, haben da einmal das schnelle Spiel. Ein Karrieremodus, Mehrspieler über das Internet, Wi-Fi oder Bluetooth. Und ja, wir wollen einmal hier einen Blick auf den Karrieremodus werfen, der in 10 verschiedene Kapitel aufgeteilt ist. Und wir haben das erste schon durchgespielt, starten jetzt mal mit dem zweiten. In jedem Kapitel kann man sich in 4 Einzelrennen Ruhmpunkte erarbeiten. Dann haben wir einmal ein Normalrennen, Elimination, Driften, Dragstar. Hier kann man nichts mehr drücken. Und das ist wirklich sehr abwechslungsreich, obwohl es eigentlich ein Rennspiel ist und es eigentlich immer darum geht, als erster ins Ziel zu kommen, bietet einem Game Loft da einiges. Wir fangen mal mit dem Driften an, weil das ist wirklich sehr, sehr gelungen, wie wir finden. Kein Vergleich zu Asphalt 6 oder Real Racing. Hier wird wirklich richtig geil gedriftet. Also es macht wirklich Spaß. Wir zeigen euch das jetzt mal. Kurze Ladezeit hier auf dem iPad 2, die Grafik optimiert. Gas geben wird automatisch. Hier rechts haben wir ein Nitro und links noch so eine andere Funktion, die zeigen wir euch gleich. Und jetzt können wir hier driften. Und ja, wir kriegen einen Multiplikator und man kann auch immer driften, wie man hier sieht. Und dann setzen wir gleich mal diesen Bonus ein. Und zwar kann man das Spiel pausieren und dann quasi in der Zeit reisen. Kann man natürlich nur begrenzt oft benutzen. Und jetzt haben wir eine Chance, diesen Drift und die Punkte zu retten. Ups, aber jetzt sind wir hier angeschlagen und auch dann gehen die Punkte verloren. Also muss man wirklich sehr filigran zu Werke gehen. Und man darf es nicht übertreiben. Jetzt zum Beispiel, schon wieder die Punkte weg. Also es ist echt schwierig, da einen Mittelweg zu finden. Wir sammeln jetzt erstmal ein paar. Na. Jetzt beruhige ich doch. Ich bin zu wackelig. Ah, das wären 4000 Punkte gewesen. Wir haben sie weggeworfen. Hier noch einmal. Schöner. Und es gibt's doch nicht. Also wir versuchen es nochmal hier mit dem Zeitstopper. So. Und dann schlagen wir wieder an. Es ist doch hier zum Kotzen. Wir haben 0 Punkte und noch 42 Sekunden. So, da. Immerhin ein paar Punkte gesammelt. Ich hoffe, ich bin doch halbwegs hier im Bild. Und die nächste Kurve. Oh! Da kann man jetzt natürlich auch wieder den Zeitraffer einsetzen. Den Drift hier einmal komplett beenden. Und wir wissen ja, der Zug kommt. Und da wollte ich einfach hier. Okay, das war nichts. Über die Rampe springen, mit dem Nitro vielleicht noch. Und dann hätten wir das ganze Problem nicht gehabt. Also nicht so einfach. Leider nicht bestanden. Aber ihr seht schon, das Ganze ist anspruchsvoll. Wir haben hier ein kleines Schadensmodell am Auto. Es treten also auch Deformationen auf. Und ja, es macht wirklich Spaß. Der Vorführeffekt war jetzt vielleicht deutlich sichtbar. Wenn man einmal so richtig grandiosen Drift hinbekommt, dann hat man sofort seine Ruhmpunkte beisammen. Und ja, zeige ich einmal noch hier dieses Dragster-Rennen. Da geht es eigentlich nur darum, im richtigen Moment zu schalten. Das sollten wir jetzt eigentlich auch vor der Kamera hinbekommen. Und das ist ja auch so eine Spezialdisziplin aus Fast and Furious. Wir werfen da jetzt einmal einen Blick drauf. Wie gesagt, Ladezeit immer ein bisschen. So, und jetzt geht es halt nur darum, möglichst pünktlich zu schalten. Man achtet auf den Drehzahlmesser. Gelb, grün, rot ist zu spät. Bei Grün gibt es Cash und eine perfekte Beschleunigung. Wir können natürlich auch hier den Nitro einsetzen und die Spur wechseln. Also viel mehr müssen wir auch gar nicht machen.
Wird auf Dauer ein bisschen öde. Man kann auch den Windschatten hier nutzen. Von dem wir jetzt allerdings nicht so viel merken. Um dann vorbeizuziehen. Da vorne ist das Ziel schon. Und ja, immerhin Zweiter. Gar nicht schlecht. Bevor wir euch jetzt ein Rennen aus dem Story-Modus zeigen, wechseln wir nochmal schnell in die Werkstatt. Hier können wir Autos kaufen. Wir können auch den verwenden, den hatten wir schon freigeschaltet. Der ist vielleicht sogar ein bisschen schneller als das Auto, was wir vorher benutzt haben. Das sind also richtig alles amerikanische Schlitten, die man teilweise auch freischalten muss, beziehungsweise mit Geld sich erkauft. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen hier und wir können den sicherlich auch noch ein bisschen tunen. Nee, geht noch nicht. Ja. Kann man also kaufen. Ist noch ein bisschen schneller. An der Optik kann auch noch was getan werden. Da geht's zurück. Wir schauen einmal. Das war falsch. Zur Optik. Habe ich selbst noch nicht reingeschaut. Aha, das sind also Spoiler-Pakete, die aber der Leistung wohl nichts groß Sachen tun, außer ein Heckspoiler. Den gönnen wir uns jetzt einfach mal. Zack. Und dann geht es nochmal in den Untergrundmarkt. Da kann man sich so Sabotage-Kits und andere Sachen freischalten. Einmal einen Austausch, da kann man dann die Startposition verändern. Das machen wir einfach mal. Ich hoffe, jetzt hat das drin. Und jetzt einfach mal in den Story-Modus. Jetzt gibt es eine kleine Geschichte. Und wir starten direkt mal mit dem Rennen. Besonderheit hier im Vergleich zu Adrenaline. Wir fahren mit 10 Fahrzeugen auf der Strecke. Ist also ein bisschen mehr los. Die Geschwindigkeiten sind nicht ganz so hoch. Wir fahren also nicht mit 400. Ist schon ein bisschen realistischer. Und jetzt bin ich alleine auf der Strecke. Weil wir hier ein Zeitrennen fahren. Okay. Das war natürlich jetzt nicht angedacht. Dann gehen wir einfach mal ins schnelle Rennen. Schnelles Spiel in Rio. Ein normales Rennen. Und los geht's. Dann zeigen wir euch mal eine Runde hier. Wie gesagt, für jedes Kapitel gibt es unterschiedliche Kurse. Die Grafik ist wirklich prächtig. Und Ruckler oder irgendwas konnten wir jetzt hier noch nicht feststellen, auch wenn wir wirklich 10 Autos gleichzeitig auf dem Bildschirm haben. Es gibt immer ein paar ganz nette Abkürzungen, so wie hier. Wir schalten direkt mal den Boost. Und wir setzen uns an die Spitze. Rückspiegel, da hinten sehen wir die Konkurrenz. Und die Grafik ist wirklich fürs iPad oder für mobiles Gerät an sich wirklich richtig gut. Jetzt haben wir auch mal einen Drift hinbekommen. Steuerungsoptionen gibt es übrigens diverse, genau wie Kameraeinstellungen. Und jetzt werden wir gleich noch eine Besonderheit sehen, und zwar die Umgebungseffekte. Die können also wirklich in den Spielverlauf eingreifen. Wiederholen sich leider auf den Strecken, also jetzt wird hier gleich dieser Kran einstürzen. Und ich fahre jetzt einfach mal davor und da können wir halt dann diesen Rücklauf verwenden, um dann quasi, ups, noch gerade so auszuweichen. Ist ganz nett gemacht, sorgt für Abwechslung
Und ja, wenn man es strategisch gut einsetzt, da kann man auch ein bisschen von profitieren. Wir zünden nochmal hier den Boost und bam, sammeln ein paar Extra-Punkte. Uff. Ja, es kann einen auch selbst erwischen. Eieiei. Also ja, Grafik top, Spielspaß richtig klasse. Und wir überdriften noch einmal. Also wir können allen, die irgendwie auf schnelle Autos stehen, diesen Titel wirklich empfehlen. Fast and Furious, geht ins Kino, ladet euch das Spiel, es macht wirklich Spaß. Das Driften ist anspruchsvoll, die Rennen mit 10 Gegnern sind spektakulär. Vielleicht nicht ganz so spektakulär wie in Asphalt 6, aber es macht wirklich Laune. Und ja, wie gesagt, die Links zum App Store habt ihr im Artikel. Wir wünschen viel Spaß und sagen bis zum nächsten Mal.